Ende November startete Noah Baumbachs neuer Film mit Scarlett Johansson und Adam Driver in den Hauptrollen. In den deutschen Kinos ist seit vergangenem Freitag aber auch schon auf Netflix abrufbar. Und damit geht es hier jetzt um Marriage Story. 10 Jahre ist es her, dass Theaterregisseur Charlie und Schauspielerin Nicole sich kennenlernten. Die Leidenschaft zwischen den beiden machte sie zu einem Traumpaar in der New Yorker Künstlerszene, deren Familienkomplettierung durch Sohn Henry nichts im Wege stand. Doch nun ist alles anders. Während Nicole zusammen mit Henry zu ihrer Familie nach Los Angeles geht, ist Charlie mit der anstehenden Scheidung, der Zukunft der Familie und seiner Karriere überfordert. Und während Anwälte eine eigentlich schöne Vergangenheit in den Dreck ziehen, ist der Schmerz der Erinnerung und die Trauer über den familiären Scherbenhaufen so groß, dass jede Zuneigung im Keim erstickt wird. Marriage Story geht 137 Minuten, ist ab 6 Jahren freigegeben, lief ab dem 21. November 2019 in den deutschen Kinos und ist seit dem 6. Dezember auf Netflix abrufbar. Noah Baumbachs neuer Film, der hat unter anderem zuletzt für Netflix auch The Marriage Stories gemacht oder auch gefühlt Mitte 20 inszeniert und ist einer, der eben eine ganz feine Schreibe an den Tag legen kann. Tolle Drehbücher, auf der einen Seite scripted und dann auch immer, was die Kameraeinstellung, die Ideen des Inszenieren sehr nah an der filmischen Grund-DNA arbeitet. Und da muss ich sagen, ist Marriage Story ein fast 2,5 Stunden geworden, der unglaublich intensiv, ganz fein gespielt ist, 1, 2 richtig tolle Kameraeinstellungen hat, sehr nah dran ist und einfach ein Film, der schnörkellos sich mit dem Geschichteerzählen beschäftigt, dabei sehr tief geht und berührt, und wer ein klasse Drama sehen will, dem kann ich diesen Film definitiv nur empfehlen. Aber dazu beim Fazit ein paar Worte mehr. Reden wir kurz über den Cast. Adam Driver und Scarlett Johansson als Charlie und Nicole sind einfach wow, weil sie irgendwo zwischen der Grenze zwischen Film und Theater agieren und gerade Adam Driver auch mit The Report auf der Amazon-Seite wiederum auch einen Film abgeliefert hat, dass der eben fernab vom großen Mainstream à la Star Wars immer wieder auch zeigt und klar macht, der ist ein Charakter-Meme. Und auch Scarlett Johansson, die ja nun viel aus dem Marvel Cinematic Universe in erster Linie vielen in Erinnerung ist, auch schön hier einfach mal als eine absolute Charakterdarstellerin zu sehen. Beide zusammen, wenn der Film eröffnet und gegenseitig erzählt, was die beiden übereinander mögen mit Voice-Overn und Eindrücken, und man dieses Familienleben in New York spürt und man dann an diesen Punkt reingeworfen wird, dass einfach etwas zerbrochen ist, dass die beiden nicht mehr miteinander können oder wollen und erst nach und nach man quasi reingezogen wird in das, was es bedeutet, sich zu trennen, sich zu scheiden, übereinander schlecht zu reden, schlecht zu denken, wo man sich eigentlich mal geliebt hat und alle Hauptakteure in dem Film, auch eine Laura Dern unter anderem, entweder eine Scheidung hinter sich haben, genauso wie Regisseur Noah Baumbach oder eben Scheidungskinder sind wie Adam Driver, merkt man eben, dass da viele Eindrücke und Ideen zusammenkommen, die auch mitbestimmt haben, in welche Richtung dieser Film geht. Kurzum, die beiden als Hauptakteure haben immer wieder eine unglaublich leidenschaftliche Energie, in der Liebe, in dem Wut, im Hass und in der Trauer. Und das geht wirklich nah. Das liegt aber auch daran, dass man sehr lange Takes laufen lässt im Marriage Story und man dann immer so ein bisschen die Grenze zum Theater hin überschreitet, was total angenehm ist. Auch eine Laura Dern schön zu sehen nach Serien wie Big Little Lies oder auch auf der größeren Bühne. Die hatte ja einfach nach Jurassic Park irgendwo mal eine längere Phase, wo sie viel weniger zu sehen war und in den letzten Jahren wieder voll dabei ist. Und hier als ehrgeizige Anwältin, die Teil des Systems ist, angelehnt an eine wahre Figur, die existiert aus Los Angeles und zeigt auf welche teure Art und Weise man eigentlich zerstört, was man noch erhalten könnte, spielt sie richtig gut und ist dabei Freundin und Partnerin, die ordentlich Kasse dabei macht, sich Strategien überlegen zu müssen, um einer Klientin zum Recht zu verhelfen. Auf der anderen Seite gibt es dann Alan Alda und Ray Liotta auch mal wieder zu sehen, auch ebenfalls schön. Auf der Gegenseite, die zeigen, wie weich und wie hart man miteinander umgehen kann im Rechtssystem, was eben vieles kaputt macht und dabei auch einige Leute bankrott machen und ruinieren kann, während man auf der anderen Seite noch Nicole Familie hat, was da interessant ist, weil sie Charlie total mögen und gar nicht loslassen wollen, nur weil die Tochter die Schwester loslässt, was zu einer verworrenen, interessanten, aber auch realistischen Verbindung führen kann. Und Charlies Familie, die ja im Grunde das Theater ist, der Cast, wenn er dahin kommt und aufgefangen wird und man im Grunde eigentlich nur Figuren hat. Und das ist ja das Traurige oft, auch wenn bestimmte Dinge zu Ende gehen, wo großer Betrug oder so nicht in erster Linie im Vordergrund steht, auch wenn das Thema hier mitschwingt im Marriage Story, aber im Grunde der ganz klar Schuldige nicht auszumachen ist, sondern die Zeit, das Auseinanderentwickeln einfach nun mal der Grund ist und man jeden irgendwie verstehen kann und trotzdem ein großes Dilemma im Raum steht. Und genau das fängt dieser Film eben auf. Er spielt in dieser großen Grauzone und nicht bloß zwischen Schwarz und Weiß. Rein technisch ein einfacher, aber feiner Film. Das fällt ganz besonders bei der Kameraarbeit auf. Die ist unglaublich fokussiert auf die Dialoge, auf das, was passiert. Zeigt mit langen Takes und neutralen Farben auch immer wieder Einstellungen, wo beispielsweise Scarlett Johansson ins Badezimmer geht, da komplett verschwindet. Die Kamera zieht mit rum und
und filmt im Grunde nur eine leere Tür. Du hörst trotzdem aus dem Off die ganze Zeit, was sie redet, ehe sie dann wieder zurückkehrt. Das erzeugt Nähe, das erzeugt reale Momente, das erzeugt, wenn vor Gericht einfach mal ein Assistent eines Anwalts niest, was man normalerweise immer rausschneiden würde auf Hochglanzfilm, einfach Momente, die echt sind. Und dann gibt es so unglaubliche romantische Bilder, nicht bloß, wenn man Familie oder Eltern und Kind zusammen agieren sieht, sondern ganz besonders eine Szene, nur mal sinnbildlich rausgegriffen, so am Anfang des letzten Drittels, wenn man zu dritt ein Einfahrtstor zu einem Grundstück zumacht, weil der Strom ausgesetzt hat und dieses Tor sinnbildlich genau die Trennung der Parteien zeigt, den Blick, der noch Liebe und Leidenschaft bedeutet, während man gemeinsam aber trotzdem etwas zwischen sich verschließt und zerschließt, ist richtig klasse gewählt. Und so hat man sinnbildlich immer wieder einige Momente, wo ich mir denke, richtig fein inszeniert, nicht nur gedreht und mit Kamera eingefangen, sondern auch fotografiert und erdacht. Und das mochte ich sehr in Marriage Story. Die Musik ist ganz, ganz, ganz dezent eingesetzt. Man spürt richtig, wenn sie das erste Mal wirklich auftaucht. Und dann merkt man auch, wie sie auf einmal Dinge unterstreicht und spürt, das hat die ganze Zeit gefehlt. Sorgt eigentlich für eine Isolation, aber auch eine Fokussierung auf das, was wir hören, das wir sehen, was geschrieben wurde. Und dann ist das wirklich ganz, ganz, ganz fein gewählt und das mag ich. Auch wenn der gesangliche Einsatz von Adam Driver beispielsweise in diesem Film stattfindet, da hat es immer etwas leidenschaftlich künstlerisch-romantisches. Auch wenn man vielleicht selber sagt, okay, ist jetzt nicht unbedingt nicht meins an dieser Stelle, merkt man zumindest, dass dieses Department ganz gezielt eingesetzt wurde. Das Szenenbild ist dieser Wechsel zwischen New York City, dem Gewusel der Stadt, die nie schläft, und Los Angeles. Wer an beiden Orten mal war, weiß, L.A. ist dann der Ort, wo man sehr viel Platz hatte. Alles ist more laid back, alles ist viel entspannter, man nimmt sich mehr Zeit. Aber klar, der Sunshine State einfach nur voll mit diesem wunderbaren Wetter. Und dieser große Kontrast und gerade auch ein Drama an einem Ort, der eigentlich so friedlich und paradiesisch teilweise wirkt, spielen zu lassen, ist natürlich auch nochmal ein Kontrast in sich. Kostüm und Make-up, jetzt nichts weiter darüber reden müssten, einfach und nicht wichtig. Und Effekte gibt es keine, über die wir an dieser Stelle großartig diskutieren müssten. Kann ich Marriage Story jedem, der ein gutes Drama zu schätzen weiß, nur ans Herz legen. Ist ein Hammer-Cast, weil unter anderem auch schön mit Laura Dern und Ray Liotta oder Alan Alda neben den beiden Hauptfiguren einiges auftaucht, wo ich denke, die sehe ich gerne auf einer großen Leinwand, wenn man kann, weil der Film auch im Kino lief. Es ist ein richtig stark geschriebenes Skript. Der Film geht sehr nah, er hat sehr heftige und ehrliche Momente und das ist Filme machen, worum es eigentlich geht. Geschichten erzählen. Nicht über Effekte, nicht über Verpackung, nicht über große Twists oder so, das Publikum zu erreichen, sondern eine Geschichte aus dem Leben zu greifen und dann zu sagen, hey, guckt mal, so fühlt sich eigentlich etwas Hochdramatisches im Leben an und das ist wirklich toll eingefangen in Marriage Story, der von mir 9 von 10 möglichen Punkten als Drama bekommt und das auch insgesamt. Und es ist wie so oft, wenn der Herbst und der Winter kommt und man Richtung Oscarsaison geht, da kommen dann immer die richtig starken Filme vermehrt raus. Okay, dann bin ich am Ende meiner Review zu Marriage Story auf Netflix abrufbar. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.